und herzlich willkommen zu Vlogmas Tag 12. Ich habe heute Geburtstag, diesen Sonntag, das ist krass. Das ist meine letzte Woche als 18-Jähriger. Ich esse gerade Frühstück Porridge und trinke meinen Immunstaubsaft. Ich hatte heute Nacht so einen komischen Albtraum. Ich habe geträumt, dass ganz viele Jungs sich graue Hoodies anziehen oder die schon anhaben. Und sich dann in die übelsten Monster verwandeln und alle Mädchen in den Matschboden drücken und die umbringen wollen. Und ich war natürlich auch dabei und ich bin um mein Leben gerannt, aber es haben sich immer mehr Leute irgendwie so Hoodies zugeworfen und angezogen und es war richtig so, hä? Warum träumt man sowas? Na, ansonsten ist alles gut. Hallihallo ihr Lieben. Ich sitze jetzt schon ganz lange hier. An meinem Computer, habe erst meinen eigenen Vlog geschnitten und jetzt noch das Video für, wie nenne ich das? Dort, wo ich gerade mein Praktikum fertig gemacht habe. Ich muss für die noch so ein Video schneiden. Das ist ziemlich anstrengend. Und ja, jetzt habe ich mir eine Banane geholt, weil ich Hunger habe. Es ist 11.13 Uhr, wahrscheinlich esse ich auch in einer Dreiviertelstunde Mittag. Also koche mir was, ich brauche unbedingt Gemüse, weil ich schon wieder merke, gestern nicht gesund ernährt und man merkt es sofort am Körper. Ich sag nichts dazu. Ich hasse Herpes, aber man muss sagen, ich hatte lange kein Herpes mehr und immer wenn ich Herpes hatte, hatte ich mir sofort diesen Immunstark-Saft gekauft und das mache ich auch heute wieder. Aber, weiß nicht, das Timing ist so schlecht. Aber bis zu meinem Geburtstag ist hoffentlich weg. Aber, oh, I hate it. Aber früher hatte ich immer richtig, also, da wusste ich auch noch nicht, dass es diesen geilen Immunstark-Zinksaft gibt. Aber da hat das echt für Wochen lang gepuckert. Und wenn ich überlege, dass ich so in die Schule gegangen bin, ey, krank. Meine Lehrerin hat immer gesagt, einen schönen Menschen entstellt nichts. Aber das hat mich schon entstellt. Aber manche Leute, also viele Leute waren da echt so, haben gar nicht drauf geachtet, haben nichts dazu gesagt. Mein Optiker zum Beispiel. Heute gehe ich auch zu meinem Optiker. Ja, was ist alt. Und ich, vor allem, die Freundin, die ich heute treffe, die ist so eine schöne, immer zurechtgemachte, gut aussehende, tolle. Und ich komme an mit meinem Herpes und meinen. Egal. Ich habe gerade ein Paket eingepackt für eine liebe Dame, die mein Chemiebuch gekauft hat. Da habe ich mich gefreut, dass das jemand überhaupt wollte. Und jetzt gucke ich, was die anderen noch so wollen. Ich warte ja immer, bis die Überweisungen auf meinem Konto sind. Dann schicke ich das alles erst los. Aber es geht ab. Ich habe fast alles verkauft und ich freue mich sehr darüber. Es ist Zeit, ein bisschen Mittagessen zu machen. Gesund, gesund, gesund. Mein Körper regt das? Mein Körper zehrt sich nach gesund. Ich brauche Gemüse, ich brauche Quinoa, ich brauche Avocado. Dann merkt man, wenn man, also was ich gestern gegessen habe, ja, morgens ein Brötchen mit Marmelade. Mittags habe ich den Rest von meinem Curry gegessen. So weit, so gut. Dann habe ich nachmittags eineinhalb Stück Stollen gegessen. Dann habe ich abends Tortilla-Chips gegessen mit der Hand und Avocado-Creme. Wahrscheinlich war es dieser Handmove. Und dann habe ich noch so zwei Gemüsechips gegessen. Das war alles nicht so geil. Eigentlich ist es gar nicht so schlimm, aber trotzdem brauche ich Gemüse. Ich brauche Gemüse. Das ist so schön anzusehen. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, ich habe mich erinnert oder habe es gesehen, dass meine Mama mir zum Nikolaus unter anderem diesen Saft hier, Orange, Mango, Maracuja, geschenkt habe. Ich werde ihn jetzt trinken, weil ich hatte sogar die letzten Tage meinen Rotbäckchen-Immunstark-Saft, aber er muss noch, ich brauche noch mehr. Ich kaufe mir heute noch einen, aber ich glaube, ich werde jetzt mal das trinken, in der Hoffnung, dass es mich wieder ein bisschen aufpäppelt, was das angeht und Gemüse, Obst, Haushalt in meinem Körper. Viel besser wird's nicht, liebe Leute. Makes me so happy. Ich habe sogar noch eine Hälfte.
Das ist so das ultimative Nora-Essen. Das ist das ultimative Nora-Essen. Ja, ja. Ich bin richtig voll. Jetzt habe ich noch den Saft und meinen ganzen Tee. Und dann platze ich. Aber no regrets. No regrets. Ich muss dann auch bald mal los. Na gut, noch eine Viertelstunde. Da muss ich schon los. Ich gucke jetzt noch das Sigourney Jolies Video zu Ende und dann nehme ich mir Zeit zum Lesen. Ich muss dieses Buch fertig kriegen. Ich will Harry Potter lesen. Jetzt zur Weihnachtszeit. Oh. So Leute, ich mache jetzt los zum Optiker. Da treffe ich mich dann auch gleich mit der Freundin. Und ja, mal sehen, was wir machen. Ich weiß noch gar nicht genau. Wow. Let's go. Und ich schicke das erste Paket ab. Freude. Hab den Saft gefunden, sind gerade im DM. It's really nice to talk to someone. Und home. Ich habe mir jetzt gleich erstmal ein kleines Glas Saft gegönnt, weil ich heute Morgen eigentlich ja schon eins hatte. Und dann noch den Saft heute über den Tag, den gelben. Aber ich will einfach umgehen, ob es weggeht. Der hat mir heute schon schlecht durch die Rechnung gemacht. Not cool. Es war mal schön, mit jemandem über alles zu reden, was gerade so abgeht. Also, ich habe ja einige Freunde, mit denen ich in Kontakt bin, aber es ist auch immer schön, von alten Menschen, ich sage immer alte Menschen, das klingt so komisch, aber von Leuten, die man 4 Jahre kennt, auch zu erfahren, was mit denen abgeht und so. Weil ich habe das Gefühl, die wissen von mir immer viel, aber ich erfahre von denen halt nichts, weil die halt keinen YouTube-Channel haben. Was ich heute noch so mache. Ich werde, glaube ich, meinen Laptop gar nicht erst wieder hochfahren, sonst bin ich heute nur am Sims spielen. Sondern ich werde euch heute einfach mal nach dem Abendbrot ins Bett gehen und viel lesen und Videos schauen. Mein Plan für heute. Und damit fange ich auch jetzt gleich mal an. Wobei es ist gleich 7. Ich bin so rastlos, aber glücklich. Darf ich auch nochmal was anmerken? Wisst ihr, wie schön es ist, ein WhatsApp-Profilbild zu haben? Ohne den Freund drauf? Nichts gegen meinen Freund, es war ein schöner Freund. Aber einfach sich nicht rechtfertigen zu müssen, dass man einfach alleine auf so einem Profilbild ist, ist schön. Yay for that. Ich bin eigentlich sonst nicht so der Ersatzprodukte-Esser oder Fertigprodukte-Esser oder Soja, irgendwas, Tofu-Esser. Aber mein Papa hat mir das hier mitgebracht aus dem Aldi. Und ich wollte unbedingt Kartoffeln oder irgendwas Gesundes essen. Und ich hatte eigentlich so ein Gemüse von meiner Oma in der Tiefkultur gefunden. Aber das hat sie mit Butter gemacht. Da habe ich mir jetzt gedacht, das fällt an. Mache ich das doch einfach mal. Ja, ich werde euch berichten. Ich bin etwas skeptisch. Dieses Geschnetzeltes war wie erwartet nicht so der Oberhammer. Aber ja, kauft es nicht. Und es hat so ungesund geschmeckt. Und heute ist ja mein gesunder Tag sozusagen. Und ja, ich habe dann mehr oder weniger Kartoffeln gegessen. Kartoffeln sind geil. Ich finde Kartoffeln was Übles. Einfach Kartoffeln mit Salz. Ja, ich hätte natürlich lieber noch ein bisschen Gemüse gehabt, aber naja. Egal. Ich mache mich jetzt Bett fertig und lese dann einfach. Ich freue mich heute auf mein Bett. Einfach nur mein Bett und kein Laptop, sondern Bett. Übrigens, im letzten Vlog habe ich gefragt, ob wir am 23. einen Livestream machen wollen. Und die meisten von euch, also fast alle eigentlich, waren so, ja, das ist super, das passt. Und ich würde es unter Umständen vormittags machen. Aber ich komme erst nachmittags zurück nach Dresden, weil ich vorher in Leipzig bin. Deswegen müssen wir es leider abends machen. Das tut mir leid, wenn das dann einige von euch nicht schaffen. Aber ich habe mir fest vorgenommen, jeden Monat ab jetzt einen Livestream zu machen. Irgendwann. Deswegen, ihr könnt alle mal dabei sein. Danach kann man es ja immer nochmal gucken. Gut. Ich bin jetzt auch nicht zum Lesen gekommen, weil sich noch etwas aufgetan hat. Ich habe was erfahren und es ist sehr spannend und ich lache drüber.
Sorry, wenn ich euch jetzt nicht erzähle, was es ist, aber ich halte es fest für mich. Ich sage einfach nur, man kann sich in Leuten täuschen. Aber sowas von. Und glaubt nicht alles, was die Leute labern. Beziehungsweise glaubt den richtigen Leuten, was sie labern. Damit beende ich jetzt den Vlog mit dieser tollen, wie sagt man dazu? Mit diesem tollen Advice. Und wir sehen uns morgen wieder. Irre. Gute Nacht.